Zum Thema Blackout hieß es auf einem öffentlich-rechtlichen Kanal hier auf YouTube vor kurzem. Ich zitiere, Grund zur Panik gibt es keinen, aber gut informiert und vorbereitet zu sein, kann nicht schaden. Eine derartige Verharmlosung würden manche ganz sicher als unverantwortlich bezeichnen. Ich schließe mich hier definitiv auch mit ein. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Panik in diesem Zusammenhang ohnehin nicht der richtige Begriff ist. Ich würde es mal so formulieren. Man sollte sich langsam aber sicher mit dem Gedanken anfreunden, dass die Gefahr eines Blackouts absolut real ist. Man sollte daher unbedingt gut informiert, in jedem Fall aber auch vorbereitet sein, denn es geht hier nicht um einen längeren Stromausfall, sondern um die reale Gefahr eines Bürgerkriegs. Und wer eine solche Behauptung für übertrieben hält, dem rate ich, sich das heutige Video einfach bis zum Ende anzuschauen. Nach einem ganz kurzen Intro geht es wie immer los. Bei all den Dingen, die gerade um uns herum passieren, da fragt man sich dann doch hin und wieder, ist es eigentlich noch die Realität oder schon gelebte Comedy? In der Ukraine droht uns eine Nuklearkatastrophe, gegen die Tschernobyl aussieht wie ein Sturz vom Dreirad. In Deutschland hat die befürchtete Insolvenzwelle endgültig eingesetzt. Außerdem bahnt sich ein Lieferkettenproblem mit dramatischen Folgen an. Und als wäre das nicht alles schon schlimm genug, so dürfen bzw. müssen wir uns in diesem Herbst und Winter auf bürgerkriegsähnliche Zustände einstellen. All diese Dinge hängen direkt mit dem Finanzsystem zusammen und wer sich damit nicht beschäftigt und wer keine Vorkehrungen trifft, der riskiert nicht nur seinen Wohlstand, er riskiert auch das Leben und die Gesundheit seiner Familie. Es ist eigentlich völlig egal, auf welches Land in Europa wir gerade blicken. Man muss sich wirklich fragen, ob man nicht einfach alle Verantwortlichen zusammen in die geschlossene Anstalt schickt. Wie kann es sein, dass das größte Atomkraftwerk Europas zu einem Kriegsschauplatz wird? Hat die Menschheit nichts aus der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl gelernt? Anscheinend leider nicht. Man kann nur hoffen und beten, dass es am Ende nicht zur ultimativen Atomkatastrophe kommt, denn dies würde ganz Europa mit einem Schlag zur No-Go-Area werden lassen. Blicken wir deshalb auf ein weiteres Irrenhaus, in dem sich für den Herbst und Winter ein massiver Ausnahmezustand anbahnt, wie man sich ihn vielleicht in einem unterentwickelten Staat der dritten Welt vorstellen könnte. Aber nein, wir sprechen von Deutschland, also der viertgrößten Industrienation der Welt, welche sich mit der realen Gefahr eines Blackouts, also einem über Wochen andauernden Stromausfall, auseinandersetzen muss. Und die treuen Zuschauer unter euch werden sich erinnern, bereits 4 Wochen vor dem Zerwürfnis mit Russland, nämlich im Januar diesen Jahres, habe ich ein Video hier veröffentlicht, in dem ich euch faktenbasiert dargelegt habe, weshalb die Energiewende zum Scheitern verurteilt ist und weshalb unser Stromnetz zu einem der wackeligsten Stromnetze weltweit geworden ist. Heute haben wir durch das Zerwürfnis mit Russland eine ganz andere Situation und es sind nicht mehr die vermeintlichen Aluhutträger, die von der drohenden Gefahr eines Blackouts sprechen, sondern es sind die Schausteller aus dem politischen Betrieb wie Markus Söder und Friedrich Merz, die ganz dezent auf dieses drohende Szenario hinweisen. Und als hätte es der Ghostwriter von Habeck geahnt, sogar in einem Kinderbuch, auf dem unser, ich wage es kaum hier auszusprechen, Wirtschaftsminister als Autor genannt wird, wird unser Nachwuchs bereits auf diese Situation mental eingestellt. Man könnte fast meinen, es läuft alles nach Plan. Aber wer jetzt denkt, dass ein bisschen Stromausfall nicht so schlimm sein kann, dem muss ich leider widersprechen, denn es droht eben nicht nur ein bisschen Stromausfall, sondern es drohen Zustände, die mit einem Bürgerkrieg gleichzusetzen sind. Denn welches die Folgen bei einem möglichen Blackout sind, das möchte ich euch in einer ganz kurzen Abfolge der zu erwartenden Ereignisse gerne schildern. Vorab ist es aber wichtig zu verstehen, dass bei einem Deutschland, vielleicht sogar einem europaweiten Blackout,
das Hochfahren des Stromnetzes keine Tage benötigt, sondern Wochen. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Vielleicht eine Woche, vielleicht zwei. Im Gegensatz dazu braucht der Ausnahmezustand, also der Moment, in dem es ums Überleben geht und sich jeder selbst der Nächste ist, keine Woche, bis er zur Realität wird, sondern er braucht lediglich 72 Stunden. Es gibt allerdings eine Gruppe, für die eine Ausnahme vom Ausnahmezustand gilt. Die Rede ist von allen Benutzern eines Fahrstuhls, die sich im Moment eines möglichen Blackouts in einem eben solchen befinden. Für diese Gruppe beginnt der Ausnahmezustand nämlich sofort und es steht zu befürchten, dass ihn viele leider nicht überleben werden. Daher ein kleiner Lifehack von mir für euch. Benutzt vielleicht diesen Winter doch öfters mal die Treppe. Als erstes geht zu Hause bei euch natürlich überhaupt nichts mehr, denn die gesamte private Infrastruktur ist auf Gedeih und Verderb von einem funktionierenden Stromnetz abhängig. Selbst 95% aller Besitzer von Photovoltaikanlagen sind davon betroffen, denn der selbstproduzierte Strom kann in aller Regel nicht autark vom öffentlichen Stromnetz genutzt werden. Technisch ist es zwar möglich, aber ein Szenario wie eben der eines Blackouts, das war bis vor wenigen Wochen einfach unvorstellbar. Insofern wurden die meisten Anlagen daraufhin schlichtweg nicht angepasst. Telefonieren könnt ihr natürlich auch nicht mehr, denn selbst wenn die Akkus eurer Smartphones noch geladen sind, die Funkmasten sind ja auch vom Stromausfall betroffen. Ihr wisst also definitiv hier noch nicht einmal, wie es euren Angehörigen geht, selbst wenn sie nur ein paar Kilometer von euch entfernt wohnen. Die Heizung fällt natürlich auch aus, denn diese braucht Strom, damit sie funktioniert. Daher bleibt die Hoffnung auf einen milden Winter, denn ansonsten heißt es tagsüber frieren und abends kalt duschen. Doch Moment, duschen könnt ihr ja überhaupt nicht mehr, weil auch die Wasserleitung nicht mehr funktioniert. Vielleicht könnt ihr auch bei einem kleinen Spaziergang ein wenig euch aufwärmen, aber ihr müsst euch auf eine Finsternis einstellen, wie ihr sie vielleicht noch nie im Leben erlebt habt. Denn auch die Beleuchtung sämtlicher Straßen und Gebäude ist in diesem Fall komplett ausgefallen. In den Krankenhäusern gehen nach ca. 48 Stunden die Notstromreserven zu Ende. Und das bedeutet, aus Ärzten werden Sterbehelfern, denn die benötigten medizinischen Geräte können dann nicht mehr weiter betrieben werden. Es droht außerdem der Ausbruch von Unruhen, denn die wenigsten Menschen haben einen ausreichenden Vorrat an Lebensmitteln. Und wenn es ans Überleben geht, dann ist man sich eben selbst der Nächste. Und in den USA konnte man genau diese Entwicklung vor noch wenigen Jahren selbst beobachten. Ja, was ist passiert? Hier haben sich nach einem Stromausfall aufgrund des Hurrikans Katrina plündernde Banden gebildet, welche schwer bewaffnet über Supermärkte und Krankenhäuser hergefallen sind und diese geplündert haben. Jetzt könnte man hier natürlich sagen, es gibt doch die Polizei. Sollen sich doch die Polizisten um das Problem kümmern? Ja, und wie gesagt, auch Polizisten sind natürlich Menschen und viele davon sogar mit Familie. Und wenn ich als Polizist jetzt nicht weiß, wie es meiner Familie zu Hause geht, weil ich nicht mehr mit ihr telefonieren kann, wenn ich weiß, dass sie mehr oder weniger alleine schutzlos zu Hause sitzen, möglicherweise ohne Vorräte, ohne ausreichend Trinkwasser, wie lange werde ich dann noch meine Pflichten als Beamter wahrnehmen? Und wenn sich der ein oder andere vielleicht mal das Buch gegönnt hat von dem Herrn Habeck oder von dem Ghostwriter, der es geschrieben hat, da steht letztendlich drin, die Polizisten regeln dann den Verkehr. Also es ist wirklich interessant. Es droht also nicht nur der Zusammenbruch der kompletten Infrastruktur, sondern wir müssen dann auch den Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung leider befürchten. Und ich denke, wer sich intensiver mit diesem ganzen Thema Blackout befasst, der hat bereits das ein oder andere Video hier hierzu gesehen und hat auch eine Liste von Dingen, die man in jedem Fall vorsorglich zu Hause haben sollte. Auch von mir gibt es ein ausführliches Video hierzu auf meinem Kanal. Das werde ich euch auch unten nochmal gerne mit verlinken. Möglicherweise fragt sich jetzt der ein oder andere, was denn bitte das Thema Blackout mit Geldanlage zu tun hat. Und die Antwort auf diese Frage ist ganz, ganz einfach. Es hat alles damit zu tun. Und dass wir in einer führenden Industrienation wie Deutschland überhaupt von
oder über einen möglichen Blackout sprechen. Das kann man nur als einen Offenbarungseid der verantwortlichen Politiker bezeichnen, ja, die mir aber ohnehin mehr als Stellvertreter einer anderen Gruppe erscheinen, nicht aber leider als Volksvertreter. Und daher ist es auch die Pflicht eines jeden Einzelnen, sein Vermögen jetzt abzusichern. Ich würde unter keinen Umständen mehr das Bankkonto zur Aufbewahrung größerer Vermögen nutzen, denn im Euro droht nicht nur der Zerfall aufgrund einer unkontrollierten Inflation, sondern auch der Zugriff ist im Falle eines Blackouts nicht mehr möglich. In der Drei-Speichen-Regel Reloaded gehört der Vermögensschutz unbedingt dazu und hier spielen natürlich Gold und Silber eine ganz entscheidende Rolle. Und wenn du dich für das Gesamtkonzept interessierst und wissen möchtest, wie ein solider Vermögensschutz funktioniert und wie du dein Vermögen langfristig nicht nur absichern, sondern dessen Wert sogar steigern kannst, dann besuche unbedingt mein Webinar mit dem Titel Mach es wie die Hochfinanz. Die Teilnahme ist kostenfrei und natürlich völlig unverbindlich. In jedem Fall solltest du mit einem Teil deines Vermögens Vorsorge betreiben, damit du auch im Falle eines Ausnahmezustands nicht zu denen gehörst, die auch ums Überleben kämpfen müssen. Meine Frage hier an dieser Stelle: Bist du bereits auf einen Ausnahmezustand vorbereitet? Wie hast du dich persönlich vorbereitet und was würdest du anderen Menschen empfehlen? Ich lese mir, wie gesagt, jeden Kommentar durch und ich hoffe, dass auch ihr alle die Kommentarfunktion unter diesem Video nutzt und euch gegenseitig mit guten Ratschlägen helfen. Ich freue mich in jedem Fall schon auf eure Impulse. Ja, das ist halt jetzt leider nicht so ein erfreuliches Video. Aber es nützt nichts, wenn man die Augen zumacht, sondern man muss gucken, wie verhalte ich mich. Ja, und wie gesagt, man bekommt halt keine Hilfestellung. Man muss sich selber helfen und deswegen ist es wichtig, dass man sich grundsätzlich mit dem Finanzsystem auseinandersetzt, aber natürlich auch hier sich damit beschäftigt, wie man hier letztendlich auch durch die Krise kommt. Ja, das soll's gewesen sein zu dem Thema. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Ja, und in diesen verrückten Zeiten. Und verabschiede mich hier aus Eichenzell. Herzliche Grüße, euer Daniel Sauer. Wenn dir dein Vermögen am Herzen liegt, wenn du auf gelebtes Finanz-Know-how Wert legst oder wenn du ganz einfach die Hintergründe unseres Finanzsystems verstehen willst, dann abonniere einfach meinen Kanal und drücke unbedingt die Glocke, damit du auch in Zukunft kein weiteres wichtiges Video verpasst.